los. Bringen wir dich hier raus. Er darf dich nicht bekommen. Das musst du diesem Bastard heimzahlen. Sebastian, was ist los? Alles in Ordnung? Du arbeitest zu viel. Du bist ja ganz durcheinander. Myra. Torres, wo? Ich bin zu Hause. Wie bin ich? Lillys Zimmer, wie es früher war. Ich wünschte, es wäre immer noch so. Ich habe immer so viel gearbeitet. Könnte ich die Zeit zurückdrehen, würde ich mehr davon mit Ihnen verbringen. Myra, was für eine unglaubliche Frau. Für sie war nichts unmöglich. Kein Wunder, dass sie Mobius infiltrieren konnte. Einmal was in den Kopf gesetzt, hörte sie nicht auf. Nicht wie ich. Dieser Brief, Myras letzte Nachricht, versteckt in ihren Akten. Es hörte sich so verrückt an. Aber ich hätte ihr glauben sollen. Mein lieber Sebastian, wenn du diesen Brief erhalten hast, dann, so fürchte ich, ist das Schlimmste eingetreten. Meine Nachforschungen sind der Wahrheit zu nahe gekommen. Du wirst mich wohl nie wiedersehen. Es tut mir leid, dass ich es dir verheimlicht habe, aber es war zu deinem Schutz. Entweder vor der Wahrheit oder meinem Wahnsinn. Dem Brief liegt eine Kopie meiner Aufzeichnungen bei. Ich hoffe, dass du sie niemals erhältst. Aber falls doch, liegt es an dir, zu beenden, was ich angefangen habe.
Bitte, tu es für Lily und für mich. In ewiger Liebe, Myra. Es tut mir so leid, Sebastian. Du hast so viel durchgemacht. Die ganze Zeit. Ganz allein. Es ist meine Schuld. Du wolltest es mir sagen. Aber ich habe dir nicht geglaubt. Und jetzt bin ich so durcheinander, dass ich schon mit einer Halluzination rede. Ich habe dich enttäuscht. Ich konnte Lily nicht aus dem Feuer retten. Ich habe alle enttäuscht. Das stimmt nicht, Sebastian. Das Feuer war nicht die Gefahr. Das weißt du jetzt. Dennoch konnte ich sie nicht beschützen. Wie denn auch? Mobius ist eine Naturgewalt. Das ist so, als würde man sich für ein Erdbeben verantwortlich fühlen. Es war nicht deine Schuld. Du musst aufhören, dich so zu quälen. Du bist ein guter Mensch, Sebastian. Deshalb habe ich dich geheiratet. Und diesmal kannst du sie retten. Zu viele Kräfte sind gegen dich. Du musst stark bleiben. Lass dich von der Vergangenheit nicht besiegen. Ich verzeih dir. Und Lily wird es auch. Aber das Wichtigste ist, dass du dir selbst verzeihst. Verzeih dir selbst. Sie hat recht. Sie hatte immer recht. Theoda setzt meine Schuld gegen mich ein. Aber welche Schuld? Es ist ihre Schuld, nicht meine. Sie nahm mir alles. Ich habe es nicht begonnen. Aber ich werde es beenden. Und Gnade Gott denen, die mir im Weg stehen. Wachen Sie auf, Sebastian! Was? Hoffmann? Was ist passiert? Sie hat sie hergebracht. Tut mir leid, Sebastian. Ich wollte sie retten, aber... Ich hab sie erschossen. Die Schusswunde war nur oberflächlich. Sie starb durch Verletzungen aus dem Kampf gegen diese Dinger. Verdammt! Sie hätte so nicht sterben müssen. Sie war eine gute Soldatin. Sie wollte nur Lily retten. Und jetzt ist sie tot. Alles meine Schuld. Schon wieder. Nein, Sebastian. Es ist nicht ihre Schuld.
Lassen Sie sich nicht beirren. Sie haben recht. Dieser gottverdammte Mistkerl. Das will er doch nur. Er will, dass ich mich schuldig fühle. Er ist für das verantwortlich. Nicht ich. Er ist der Schuldige. Okay. Zeit zu gehen. Ich muss nur Theodore finden. Das ist nicht das Problem. Liams Maschine zu zerstören hat funktioniert. Theodore ist nicht mehr versteckt. Das Problem ist, zu ihm zu kommen. Wie meinen Sie das? Das war auf den Außenkameras des Überwachungssystems. Schauen Sie mal. Theodors Festung ist mitten in Union erschienen. Aber sie ist scheinbar von einer riesigen Feuerwand umgeben. Mist. Da werde ich nicht durchkommen. Ich glaube, es gibt eine Möglichkeit. Ich habe in Liams Ausrüstungsraum ein Gerät gefunden, das uns helfen könnte. Gut. Zeigen Sie es mir. Es ist noch nicht bereit. Ich muss noch was anpassen. Okay. Tun Sie, was nötig ist. Hier ist doch irgendwo ein Hotel in der Nähe. Ich prüfe, ob es sicher ist und schicke dann die Koordinaten durch. Treffen wir uns dort mit dem Gerät. Okay. Bis bald. Tut mir leid, Esmeralda. Ich sorge dafür, dass ihr Tod nicht umsonst war. Ich werde dieses Schwein zur Strecke bringen. Sykes? Sie sind noch da? Alles in Ordnung? Sebastian, nach Ihnen habe ich gesucht. Mir geht's gut, aber ich könnte wirklich Ihre Hilfe gebrauchen. Es wird sich lohnen. Ich sollte wohl bei ihm vorbeischauen, um zu sehen, was los ist. Wieder da, Detektiv.
Verdammt. Das ist wirklich eine Festung. Was ist da los, Sebastian? Der Stan dreht durch. Sieht aus, als würde er noch instabiler werden. Du hast ja keine Ahnung. Ich nehme an, du hattest was damit zu tun. Ging nicht anders. War leider notwendig, Kidman. Ich werde das ein für alle Mal beenden. Ich werde Lily retten. Und diesmal habe ich alles, was ich dafür brauche. Viel Glück, Sebastian. Und halt mich auf dem Laufenden, ja? Es ist wichtig, dass ich weiß, was da vor sich geht, damit ich dir wieder helfen kann. Verstanden? Ja. Ich melde mich. Er wird uns leiten. Ich dachte, wir hätten ihn getötet. Okay, wir werden jetzt auf jeden Fall erstmal zu Sykes gehen. Weil da gibt es ja auch noch eine. Ach du Scheiße! Oh, wow! Ich hab dich doch getötet! Wie geht das? Schon. Boah, ist das unfair. Boah, die Stadt ist ja nur noch voll von denen. Lass mich! Warum? Ja klar, war ja klar. Oh. Oh. Lass mich! Sykes, ich komme! Oh. Boah! Was hier abgeht, ey! Was willst du? Da sind sie ja, gut. Was ist los, Sykes? Ich bin ziemlich beschäftigt. Hey, ich sollte mich doch melden, bevor ich gehe. Haben Sie Ihre Hintertür? Schauen Sie selbst. Glückwunsch. Sie müssen mir das erklären, wenn ich Lily später hier rausbringen muss. Kein Problem, aber es läuft so. Sie müssen mir helfen, zuerst hier rauszukommen. Ihnen helfen? Ich weiß doch gar nicht, wie diese Computer funktionieren, Sykes. Dabei brauche ich keine Hilfe. Ich habe die Server gehackt, um Zugang zu einem Sperrgebiet zu erhalten. Dort befindet sich eine Wanne, mit der ich hier verschwinden werde. Leider ist der Strom ausgefallen. Und ein Haufen dieser Dinger treibt sich da auch rum. Der verdammte Zusammenbruch betrifft alle Stem-Regionen. Wenn Sie den Strom einschalten und den Ort säubern, komme ich endlich hier raus. Was springt für mich dabei raus? Ich zeige Ihnen, wie man die Wanne benutzt, bevor ich gehe. Na? Okay. Ein Versuch ist es wert. Danke, Mann. Melden Sie sich, wenn es sicher ist.
Ich muss sagen, ich war überrascht von Ihnen zu hören. Wem sagen Sie das? Ich habe mich versteckt, um das mit der Hintertür zu schaffen. Zwischendurch aber auch mal rausgeschaut. Alles spielt verrückt. Was passiert da draußen? Ein Wahnsinniger versucht, Union zu übernehmen. Es war klug, hier drin zu bleiben. Sonst hätte man sie vielleicht gehäutet und gefoltert. Klingt ja düster. Ich passe. Und was noch schlimmer ist, der Kerl will Lily in die Finger kriegen. Wenn der Plan funktioniert, können Sie sie in Sicherheit bringen, sobald Sie sie finden. Wie ist jemand wie Sie überhaupt bei Mobius gelandet? Jemand wie Sie? Was soll das denn heißen? Ich meine damit, dass Sie ein Herz und ein Rückgrat haben. Mobius bevorzugt Leute, die entweder kalte Schlangen oder unkritische Anhänger sind. Sie sind keines von beiden. Was glaubten Sie denn? Nichts. Ist egal. Wissen Sie, ich habe sogar nach Ihnen gesucht, um beizutreten. War gar nicht so einfach. Die wissen, wie man Spuren verwischt. Warum sollte man sowas tun? Ist ja nur die mächtigste Organisation der Weltgeschichte, Alter. Also warum nicht? Und Sie finden nicht, dass deren Handlungen kriminell sind? Hey, es ist nur kriminell, wenn es verfolgt wird. Wie heißt es doch gleich? Quis custodiet ipsus custodes. Nicht wahr? Klar. Ich nehme Sie beim Wort. Das... Achso. Moment. Genau das da. Hat er mir vielleicht hier noch was drin gelassen? Bitte. Ja! Gib mir alles! Oh. Boah, jetzt krieg ich aber... weniger. Klar, die hören das hier durch, oder was? So. Was? Drei Stück nur? Flammenwerfer? Flammenwerfer? Oh Mann, will ich auch. 165. Ja. Ich glaube, wir sparen jetzt erstmal ein bisschen, oder? Okay, das hätte ich lieber machen sollen. Wow. Wow. Ja, das brauche ich definitiv. So, zack. Was sagt man, Gel? Nix. Ach, nee, warte mal. Wir speichern bei ihm. Dann brauchen wir nicht immer wieder durch den Spiegel und bla bla bla. Das ist also immer viel besser. Oh, ich bin so blind. Moment. Kaffee. Gib mir Kaffee. Gluck. Oh. So, jetzt speichern. Ja. Okay, ziehen wir es durch, bevor ich kalte Füße kriege. Als ob, du rasierst die ganze Zeit hier die ganzen Typen weg. Wir gehen durch sonst was für eine Hölle. Jetzt solltest du auf einmal kalte Füße kriegen.
Come on. Gott, ich hoffe jetzt, die kommen hier nicht so. Ey, ich hoffe jetzt kommen hier nicht so viele Gegner. Ich hab kaum Munition. Man hat ja gesehen, wie viel da, ne? Wie viele da oben rumlaufen. Okay, ich glaube, wir müssen mal ein bisschen mehr durchsuchen. Was? Ich soll alle Gegner besiegen. Ja, das kann ja was werden, ey. Okay, am besten versuchen wir so viele Stealth wie möglich zu machen. Sieht verlassen aus. Unheimlich. Einfach alles töten, was sich bewegt und den Strom wieder einschalten. Wow. Toll. Hallo. Ah, von rechts kommt auch was. Oder habe ich meine Kopfhörer falsch rum? Nee, hier geht nix. Okay. Okay, das läuft schon mal gut. Was? Nein! Arsch! Wo ist dein Hackeball? Ey, du hattest doch eins. Na komm, mach auf. So, und jetzt? Oh, Minispielchen. Okay. 3, 2, 4. Okay. Was? Wo denn? So wie zum Fleischen. Ja, die können auch von da kommen. Wow.
Wow, wow, wow! Nein, 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 nein! Alter. Seid ihr jetzt fertig? Ey, du hattest doch einen Hackeball. Glibber, gib mir dein Glibber. Jo, ich sorge dafür. Also ich muss sagen, die ersten zwei, die waren echt geile Schüsse. Ach ja, das waren die Typen, die hier lagen. Komisch nur, dass die nicht aufstehen. Das wär's dann. Ich funke Sykes an. Danke, Mann. Ohne Sie hätte ich das nicht geschafft. Sicher, dass das funktioniert? Nein. Aber hier drin zu bleiben, bringt mich auch nicht weiter. Mittlerweile ist alles ein Versuch wert. Okay, alles vorbereitet. Wenn Sie Lilly herbringen, ist genau hier ein Timer. Drehen Sie ihn um 90 Grad und drücken Sie danach diese Taste. Sie haben dann 60 Sekunden, um in die Wanne zu steigen. Sie müssten beide zusammen reinpassen. Ich weiß nicht, Sykes. Ich habe ein ganz mieses Gefühl. Hey Mann, ich weiß, was ich tue, okay? Vielleicht sollten Sie noch warten. Helfen Sie mir, Lilly zu finden. Dann können wir einen anderen Weg finden. Ich verstehe Sie, Mann. Ganz ehrlich. Aber das Beste, was ich tun kann, ist, diese Wanne in Betrieb zu nehmen. Okay. Wenn Sie meinen... Wünschen Sie mir Glück. Danke, Mann. Ich habe Ihnen was für Ihre Hilfe dagelassen. Dort, wohin ich gehe, brauche ich das nicht. Wir sehen uns auf der anderen Seite. Ja, wo denn? Er ist weg. Oh. Ob es funktioniert hat? Ja, er ist weg. Aber wo? Hä? Danke. Auch jetzt sag mir nicht das kleine bisschen da drin. Doppelte Schrotmenge, doppelter Schaden. Sie- oh. 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 Okay, ich hab 7 Schuss. Die behalten wir mal. Zwei Schuss. Toll. 30 Schuss.
Voll sweet. Oh, ein Deer. Yeah. Ach komm schon, das war's jetzt. Ey komm, hier ist ein roter. Ah ne. Sah gerade aus wie ein rotes Kreuz. Unsere Versuche, eine Stemwanne als Notausgang zu nutzen, wurde als Fehlschlag eingestuft. Trotz einer Erfolgswahrscheinlichkeit von 25% wird die Forschung eingestellt. Eine von 4 Testpersonen hat die Rückreise geschafft. Die anderen 3 gibt es einfach nicht mehr. Wir glauben, dass der Rest auf einer unbekannten Subebene des Stem verschwunden ist. Ein Traum in einem Traum, aus dem kein bekannter Weg zurückführt. Aufgrund einer Reihe unbekannter Faktoren wurde das Experiment eingestellt. 25% Erfolgswahrscheinlichkeit? Dafür setze ich Lillys Leben nicht aufs Spiel. Hoffentlich ist Sykes in der echten Welt. 1 zu 4. Vielleicht hatte er Glück. Klar hatte der Glück. Das ist Gronkh, Mann. Was verlangst du? Der Typ ist das pure Glück. Und Können. Darf man nicht verwechseln. Gib mir hier noch was? Nö. Wir hatten hier Gott sei Dank keinen so langen Weg. Aber munitionstechnisch sind wir voll im Arsch. So, jetzt nochmal richtig umgucken. Nix. Tipp, tipp. Kennt sich mit Computer nicht aus, aber hackt sich immer von einer Welt in die andere. Läuft bei dem. So, aber das heißt, die Wanne werden wir nicht benutzen. Ich meine, hätten wir auch sowieso nicht gekonnt, weil es gibt ja einige Spiele, die werden die Mission ja nicht machen. Also, was soll dann Befester sagen? So, du hast sie ja doch gemacht. Also, viel Spaß. Bitte geht ja nicht. Was denn hier? Danke für die Hilfe. Ja, das sowieso. Mit Gronkh einsaufen gehen. Wow. Okay, wir gehen wieder basteln. Einer 45, ja, das muss. Komm schon! Ach so, Waffenteile 245. Da könnten wir eigentlich noch was reißen. Ach. War ein Versuch wert. Yay. Ich glaube nicht, dass wir für 2,5 was kriegen. Sie können einfach nicht um. Niemals, Baby. Oder? Stimmt, der hätte mir da auch mal so einen Schlüssel geben können. Ja. So, 2,5. 8, 12. Jo. Warte, wir haben hier. Hier ganz wenig. Komm, hier muss doch irgendwas sein, was ich mir leisten kann.
7, 12, 5, boah. Hallo, das ist das Finale. Ich werde sowieso 10.000 Mal sterben. Ihr dürft euch alles ansehen. Na ja, klar, ey. Sie scheinen sich auf etwas vorzubereiten, vor dem Sie Angst haben. Ich habe nur Angst zu versagen, wenn ich es nicht schaffe. Dann haben Sie sich für eine gute Sache geopfert. Wenn ich mich opfere, kann es keiner mehr zu Ende bringen. Wer sich opfert, hat verloren. Manchmal. Manchmal ist es aber auch der letzte notwendige Schritt. Hoffen wir mal, dass es nicht so weit kommt. Genau. Hat er jetzt echt viel gebracht. So, dann gehen wir jetzt noch schnell ein Dia kaufen. Ah, Dia, das gibt doch Gel, ich Idiot. Wow. Hey, Kidman. Was gibt's, Sebastian? Hab gerade an unseren ersten gemeinsamen Fall gedacht. Du meinst am KCPD? Der Überfall auf das Pfandhaus? Du hast den Fall ganz allein gelöst. Ich war beeindruckt. Das war nur dank dir. Du hast mich angeleitet und mir alles beigebracht. Hast mich auf Augenhöhe behandelt. Ich wünschte, ich hätte früher einen Lehrer wie dich gehabt. Ich wollte dir helfen, zu den Besten zu gehören. Aber die ganze Zeit hast du für sie gearbeitet. Jemand wollte, dass ich ein Auge auf dich werfe. Und sicher gehe, dass sie uns nicht zu nahe kommt. Schade. Du wärst ein guter Cop gewesen. Da bin ich mir nicht so sicher. Meine Personalakte für das KCPD war gefälscht. Den Großteil meiner Kindheit saß ich im Jugendgefängnis. Als Mobius mich fand, hieß es, mitmachen oder im Knast versauern. Wenn du gerade erwachsen geworden bist, überlegst du da nicht zweimal. Ich kenne dich überhaupt nicht. Oder? Ich bin schon so lange bei Mobius. Keine Ahnung, ob ich mich selbst noch kenne. Ich glaube, in dir schlummert immer noch eine Rebellin. Kidman. Ja, Sebastian. Woran denkst du gerade? An Lily. Alles, was hier drin passiert, hat mit ihr zu tun. Jeder hier will sie haben. Als wäre sie ein Objekt, das man besitzen kann. Sie ist das wahre Opfer. Die Arme weiß überhaupt nicht, was ein normales Leben ist. In all den Jahren bei Mobius hat sie bestimmt ihre Unschuld verloren. Sie ist immer noch ein kleines Mädchen. Ich hoffe es. Ihr wurde die Kindheit gestohlen. Sie konnte nicht in die Schule gehen. Keine Freunde haben. All die verpassten Geburtstage und Festtage. Es bricht mir das Herz, was sie durchgemacht hat. Lily war schon so reif. So klug. Und aufmerksam. Diese Art, wie sie einen ansah. Man wusste, dass sie einen verstand. Nicht nur, was man sagte, sondern auch, was man fühlte. Sie war für mich immer etwas Besonderes. Aber ich dachte, das wäre nur, weil sie meine Tochter war. Lily ist besonders. Sie wurde entdeckt, weil ihre Testergebnisse außergewöhnlich waren. Ich spreche über sie noch immer in der Vergangenheit. Es kommt mir noch immer irreal vor, dass sie lebt. Und hier drin ist. Das ist sie. Und wenn du sie gerettet hast, könnt ihr eure Beziehung neu anfangen. Ich will dir helfen. Sag mir einfach, was ich für dich tun kann. Bist du da, Kidman? Für dich? Immer doch. Der Stem. Jetzt hat er schon zweimal versagt. Eine Maschine, die einen in die Köpfe anderer Menschen bringt? Wer hat entschieden, sowas zu bauen? Ich will nicht wissen, was in den Köpfen anderer vorgeht. Das habe ich letztes Mal gelernt. Ruvik hatte seine eigenen wirren Gründe. Aber Mobius sah Potenzial in der Technologie. Das Potenzial, alle zu versklaven, meinst du? Besser Mobius als irgendein Irrer. Da bin ich mir nicht so sicher. Erzähl mir nicht, du glaubst diesen vereinte Menschheit-Quatsch. Wer weiß, was Ruvik getan hätte, wenn du ihn nicht aufgehalten hättest. Ob Ruvik oder Mobius. Keiner sollte diese Technologie besitzen. Sie ist zu mächtig. Und Macht wird zu oft missbraucht. Ja, wo er recht hat, hat er recht. So, Kätzchen. Danke, Kätzchen. Ja,
Kann ich dich streicheln dafür? Nein. So, jetzt haben wir 4650. Ich meine, damit könnten wir eigentlich auch nicht viel reißen, ne? Ich sehe, sie brauchen wieder. Ja, sorry. Hallo, danke. Tut mich wohl, sorry. Hier konnte ich nichts, ne? Doch hier, du regenerierst Gesundheit schneller. Was denn? Hier, siebte. Ah. Ich nehme das da. So, hätten wir das auch mal erledigt. Ich glaube, ich werde mal echt so ein, zwei Stunden nur da drin rumballern. Speichern. That psycho is still on the loose in here. And he's got Lily. This chase has been entertaining. But even the greatest entertainments must come to an end. Enough art school bullshit. Where is she? We have the same goal, Sebastian. We can help each other. Join me. Keep shooting until they're dead or we run out of ammo. Once I have the power of the core, you will be truly free. Are you all right? Why wouldn't I be all right?